So, so viel ist da noch nicht dazu gekommen. So, aber das können wir erstmal löschen. So. So, productive und dark. Oh. Ist alles voll? Jo. Integrated. So. Thank you.
Big. Wieso habe ich einen über? Egal. Und mir fehlen jetzt ein paar. Hi! Na, wie geht's? 1, 2, 3 plus 4, 7. Oh ja, fast in Schräglage Fahrrad gefahren. Da ist er. Ja, und jetzt kommt hier noch so ein bisschen Nieselregen. Du fährst du hier mit dem Fahrrad durch die Gegend, kriegst die ganze Zeit so mega viel
Nieselregen ins Gesicht und kommst gar nicht richtig voran. Oh oh. Ja, soweit ganz gut. Ich wurde letzte Woche am Oberschenkel operiert. Also, die haben da ein Muttermal entfernt. Sowas ganz Simples halt. Und heute auf der Arbeit war das echt unangenehm zu sitzen. Weil das halt direkt auf der Rückseite vom Oberschenkel ist. Also war das sehr spannend, heute zu arbeiten. Wow. Ja, aber ging eigentlich sonst klar. Also das Übliche halt. Wem sagst du das? Aber nee, bei uns gibt's sowas nicht. Besonders in der IT braucht man ja nicht. Ja, da war ich heute den ganzen Tag echt heilfroh, wenn ich unterwegs sein konnte. Doch mal unsere Mining Dimension an, wie der jetzt arbeitet. Ah, auch nicht viel besser. Das geht auch schon mal top notch voran. Nice. Ja, so, und dann habe ich mir heute, ich habe eigentlich ein High-Luxus-Performance-Stuhl auf der Arbeit. Also der ist übelst geil. Das ist ein extra breiter Stuhl. Der ist also, wenn ich jetzt hier am Stuhl sitze, gehen ja die Schulter so an die Grenze ran. Da ist nochmal so viel Platz bei dem Stuhl und auch die Sitzfläche ist mega geil und die ist halt ausgelegt für Menschen mit bis zu 180 Kilo und du sitzt da wie ein König drauf, das ist so geil, ich könnte mir den kapern und ja, jetzt habe ich den dauerhaft, beste Empfehlung überhaupt. So, und ich glaube dieses Jahr mit dem Weihnachtsgeld oder so werde ich mir den auch privat holen. So. All. Fortune. Dreiundsiebzig brauche ich. Das ist auch nice. Ja, ich habe hier einen günstigen Amazon-Stuhl. Den muss ich dringend mal austauschen. Die Sitzfläche ist halt nicht für
mein Gewicht selbst ausgelegt. Also da steht zwar, der ist für 140 Kilo gedacht, aber Alter, der ist nach 2 Jahren komplett durchgesessen. Und überhaupt nicht angenehm. Ich sitze jetzt hier auf 2 Sitzpolstern von Stühlen. Ja. 73. Yay. 5. So. It's hammer time. So. Ja, auf jeden Fall. Also besonders, wenn du in der IT tätig bist, geht kein, wie heißt es gleich noch, geht kein Weg dran vorbei. Also das ist das Wichtigste überhaupt. So. So, der... Lalala. Was aber auch wichtig ist, ich finde, das ist so ein Zwischending. Armlehnen und lernen, damit umzugehen. Das ist unglaublich wichtig, besonders ja, im Bereich IT, finde ich. Damit kannst du einfach super zum Beispiel, oh Gott, vermeiden, dass du Tennisarm und bekommst. Ey, wo kommst du denn her? Wackeln die jetzt hier hoch oder was?
Ich habe die genau so eingestellt, dass wenn du deinen Arm hältst du ja so. Hier ist dann die Armlehne. Und das ist so eingestellt, dass dein Arm, wenn der auf der Armlehne liegt, locker auf der Tischplatte sich ablegen kann. Und dann kannst du nämlich die Maus in die Hand nehmen und versuchst, über deinen Ellbogen zu arbeiten und nicht aus dem Handgelenk heraus, sondern machst das über den Ellbogen. Und das schont halt, dann entwickelst du kein Karpaltunnel-Syndrom. Und das stärkt deine, wie heißt das gleich noch, deine Schultermuskulatur, weil du halt mehr aus der Schulter arbeitest. Und dann, wenn du dann auch noch einen vernünftigen Schreibtischstuhl hast, der eine bewegliche Sitzfläche hat, wenn du dich dann bewegst, dann bewegt sich diese Sitzfläche unterschiedlich. Und damit werden auch noch deine untere Rückenmuskulatur trainiert. Also so einen Stuhl habe ich auf der Arbeit. Und die ersten anderthalb Wochen hatte ich Muskelkater im Rücken. Einfach davon. Ja, und seitdem ich den Stuhl habe, keine Rückenschmerzen mehr. Keine Schmerzen im Handgelenk oder sonstiges. Ellbogen tun nicht weh. Und ich rede davon zum Teil, dass ich mal so 8 Stunden am Stück vorm PC auf der Arbeit sitze. Ja, jetzt ohne Flachs. Das ist halt, du bewegst so ein bisschen deine Maus, ne? Also ich versuche auch so ein bisschen, das dürfte vielleicht ein bisschen im Stream auffallen, dass wenn ich mich bewege, dass ich so ein ganz kleines bisschen mit dem Stuhl mich mitbewege. Ja, und so, das wirkt halt echt top. Aber das sind halt so Sachen. Habe ich alle auswendig gelernt, damit ich diesen Stuhl bekomme. Genau. Sehr wichtig, kann ich sagen. Ach ja. So, damit der Sniffer mal vorankommt, machen wir jetzt was. Hello there. So. Mob Grinder. Brauchen wir den hier? Gleich müssen wir einen Huhn suchen. Ups. Ich weiß nicht, ob du die Mob Grinder Mod kennst. So. GM Chicken Feed. Okay. Seed. Bucket. So. Oh ja, aber ich nutze jetzt das Ganze einfach nur, damit ich einen zweiten Sniffer bekomme. Aber das muss ja gebührend gefeiert werden. So. Jetzt brauchen wir einen Chicken. Ja, also mit den Apothecia-Mod und dazugehörigem, wie heißt das gleich noch, Spawner. Wenn du die komplett umgebaut hast, sage ich jetzt mal,
Das ist ein unheiliges Vergnügen, was du da anstellen kannst. In dem Eusemods 9, was ich gespielt habe, hatte ich am Ende die, wie heißen sie gleich noch, Schulka oder Schalkas auf mit dem Mobgrinder von dem anderen zusammen. Das ist so gestört. Knockback. Den von. Moment. Oder war das der Mobgrinder? Ne, Mobcrusher, sorry. Weil den kannst du ja upgraden, sodass der eine bestimmte Fläche abbaut. Und dann nimmst du das Größte, packst da einen ganzen Haufen ganzen Haufen Spawner rein und dadurch, dass du und du kannst dann, wie hatte ich das gemacht? Moment. Wir bauen jetzt mal was. So. Ich hatte die größte Fläche, in der Mitte den Spawner. Dann habe ich Blöcke gesetzt in die Luft mit einem Zweier Abstand. Und da haben sich dann immer die Schalkas daran festgemacht. Das heißt, der ganze Raum war gefüllt mit Schalkas, weil die übelst schnell gespawnt sind und überall, wo eine freie Fläche zur Verfügung stand, wurden die, haben die sich rangespawnt. Und der Mob Crusher, der hat eine, der arbeitet pro Tick sein komplettes Feld ab. Das heißt, alles wird voll gespawnt. Spawnt, der baut ab und wieder und ab und wieder. Und der Grinder hier von Mobgrinder, der braucht ja immer ein bisschen, bis die Mobs tot sind. Und so kannst du am Ende auch so Sachen machen wie eine übelst einfache Wither Farm. Oder hier, wie heißen das, mit Picklich habe ich das auch gemacht. Die brauchen ja ewig und drei Tage, bis die tot sind. Habe ich einfach dieses, den Crusher hingestellt. Und Peng. Ja, und du brauchst halt diesen Pink Slime am Ende. Oh, Huhn. Hühner. Ganz viele. So. Freunde der aufgehenden Sonne, wir haben einen Huhn gefunden und... Ja, und so haben wir unser Sniffer Spawn Egg, ein zweites bekommen, damit wir die ein bisschen besser vermehren können. Und jetzt haben wir zwei. Und dann brauchen wir noch Pitcher Pots, damit wir die... Ja, bisschen mehr davon bekommen. Nee. Du kannst ja, wie heißt es gleich noch, die
Mir fällt der Name gerade nicht ein. Im The Other. War das The Other? Ja, im The Other kannst du ja eine Picklich-Pyramide finden. Oder so eine Pyramide halt, ne? Und da spawnen die ganz normal. Das Problem ist, dass da so viele kleine Flächen sind, dass sie da drin relativ schlecht spawnen können. Also fängst du an, das gesamte Gebiet abzubauen, was ja zum Glück mit den Mods, die hier verbaut sind, sowas von easy geht. Und dann spawnen da 15, 20 Stück unten auf der geraden Fläche, die du baust, spawnen die einfach. Und da stellst du einfach mittig diesen Mob Crusher. Und der rasiert da einfach so komplett durch. Du kriegst so viele Picklich. Und der ist halt nicht wie der Grinder, dass der nach und nach die Viecher abbaut oder Schaden verteilt, sondern der macht dir einfach einen Spawn-Kill. Und da kannst du einfach dich eben kurz hinstellen für 5 Minuten und hast alles, was du für das Modpack brauchst. Also ist tiefenentspannt, würde ich sagen. In der Mining Dimension gucken. Hello? Hast du hier irgendwas drin, was... Oh, das kennt er nicht. Oh, so. So, eigentlich wollte ich mit Productive Bees anfangen, ne? Zum einen sind unsere Eier weg, unsere Bienen weg, was mich ein bisschen ankotzt, aber wir machen jetzt was. Komps. Okay. So. Komm. So. Wollte ich denn? Ne, wir wollten Sinn bauen. Oh oh, das wird echt knapp. So. Genau, das ist echt ein nerviges Problem, um genau zu sein. Was ich am Ende gemacht habe, war, ich habe mir Picklichs in ein Loch gezogen mit einer Leash. In der Mitte den, wie heißt er gleich noch? Den Grinder reingebaut und dann nach und nach Schaden gegeben, bis die noch 200 HP hatten. Dann habe ich sie gekillt. Oh ja, ich habe die ja alle abgebaut. Psst.
Wie heißt nochmal ein Nest? Hive. Nest. Ups. Ja, dann gehen wir mal auf Suche nach Bienen. Ich weiß nicht, wo unsere Nester gelandet sind. Toll, ich habe den Crafting Table nicht dabei. Server Reconnect? Hattest du mir das geschrieben? Nee, gut. Komisch. Bienen, 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 Bienen. Waystone. Oh. Moment. Keine ausgelassenen Frames. Ich lade noch hoch. Das passt alles. Komisch. Okay, andere Chats funktionieren. Das ist schon gut. Ja, dann, weiter auf Pinia. Was bist du? Du bist eine Reed Bee. Eh. Und ich habe eine Reed Bee.
Kohle. Oh, eine fette Bumblebee. Bienen, wo seid ihr? Was ist das für eine? Eine Yellow Carpenter Bee. Die brauche ich auch noch. Oh ja, und auf dem Weg dahin schnappen wir uns noch alle Bienen, die vielleicht irgendwelche Vorteile bringen. Und den Server abschießen oder so, keine Ahnung. Du bist auch eine Yellow Carpenter Bee. Ja, die brauche ich nicht. Yellow Carpenter, Yellow Carpenter. So viele davon. Biene. Zwei Bienen. Nice. Eins. Zwei. Wie heißt das? Bienennest. Waren da noch welche drin? Eine. So, Simulator Chamber. Wie? Nee, keine Wii. Wie? So. So, haben wir noch ein Cage. Thank you.
Chocolate Mining Bee. Nice. Oh, ich brauche noch eine. Feeding. Ja, der ist andauernd nur mit FIFA-Zocken beschäftigt. Das geht nicht mehr so weiter mit dem. Oder was sagt ihr dazu? Dankeschön, Backup Kai. Kai. Dankeschön. Und erstmal guten Abend. So, unser erster Anfang für die Ressourcenfarm. Oh, noch ein Sturdy Cage. Das B. Ja, den Finding Nest brauche ich nicht. Nice. Noch nicer. Mega. Und die Zentrifuge bauen wir später. So. Können die nicht mit Weed vermehrt werden? Nee. So. Hello there. Das ist ein bisschen fies. Nee, aber ja, du hast recht. Man könnte auch einen Sniffer-Spawner bauen. Aber... nee. Obwohl, die Spawner dafür hätte ich über. Habt ihr es auch gerade so im Hören? Wieso sind hier so viele Geister? Ich weiß, was ich baue. Was? Massenmörder und Untaten? Guck mal, unsere Hoffnung hat übrigens dem ist ein Licht aufgegangen. So. Nee, nicht das. So. So.
So. Seed. Bucket. So. So, von welchen bekommt man nochmal Emeralds? Von den Vindicatern oder von den Evokern? Obwohl, ich hätte mir ja auch zwei holen können, ne? Ups. No. Okay. Alter, ist das nervig. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist das, okay. Thank you.
Anscheinend hat das bei mir mit dem... Ah, wie heißt es gleich noch? Mit dem Chunkloading nicht richtig funktioniert. Oder mein Reaktor ist vollgelaufen mit Krams. Aber jetzt haben wir den großen Reaktor und jetzt arbeitet das da ganz schön. Ja, ein Reaktor. Aber nur ein kleinen von Big Reaktor. Der stellt gerade mal 2000 Dings ins Schicken. So. Happy Birthday. Windiger. Oh, ja. Guck mal. Emerald und Totem of Undying. Dann können wir das in ein. Nice. Meinst du? Ja, aber das Totem brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, halt nur. Nice. Ey. Vogel. Mushrooms. Was bist du denn? Ein Spruce Creeper. Interessant. Die Farbe könnte ich hier eigentlich mitnehmen. Uh...